Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch langsam. Haben wir genug erkundet, gesammelt, was auch immer. Ne, da waren wir immer noch nicht. Ach, scheiß drauf. Machen wir mal mit der Quest weiter. Die Hauptquest hier vorne irgendwo. Warte, sind wir denn genau? Ja, müssen wir jetzt. Erstmal ein Pferd klauen. Und da ist eins. Perfekt. Na, oh, wieder ein Faulpelz. So. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist wegen dem Pferdetrainer da oben. Wo kriegen wir einen roten Blitz her? Den müssen wir auch noch fertig haben. Den müssen wir auch noch so einen roten. Aua. So einen roten Blitz organisieren. Gibt es da irgendwo irgendwie den so zu finden? So einen Fundort dafür? Oder wie wird das gemeint mit dem roten Blitz? So, dann wären wir da. Dann ist mal das. Ah, hier können wir nochmal speichern. Hier nochmal Leben aufladen. Ein bisschen. Wir machen jetzt die Quest. Ach, verflucht, es geht schon wieder los. Was geht wieder los? Der Urlaub ist vorbei. Wir müssen uns an die Arbeit machen. Und mit Arbeit meine ich, fange Herb. Solange er lebt, sind wir nicht sicher. Er ist wirklich, wirklich nicht der Typ, der einen Groll loslässt. Ich muss es mir nicht zweimal sagen. Verdammt. Ich habe ihn so lange nach einer Fahrerflucht gesehen. Du weißt doch immer noch, wie man ein Schwert hält. So nett war. Naja, ich habe diesen Freund namens Guy, weißt du? Lass uns mal einen Versuch abstatten. Ja, geh zu Herbs Anwesen. Und dann nehmen wir den Faulpilz hier. Komm, Buddy. Steig auf. Also, willst du über die Beute sprechen? Die Beute? Über das Skelett mit dem fetten Arsch oder diese total Fischer mit dem Weed? Nun, das Skelett war offensichtlich ein Drache. Und das Weed? Wow, das will ich zu meinem Geburtstag. Du weißt nicht einmal, wann du Geburtstag hast, Bastard. Großartig, lass das uns morgen erledigen. Wie auch immer, ich muss dir sagen, dass ich mir so unsere Zeit im Gefängnis nicht vorgestellt habe. Hast du etwas mit mehr Sexappeal vor Augen? Ein bisschen länger, wir konnten uns zumindest für eine Weile niederlassen. Du kannst dich in einem Grab niederlassen. So. Dann abzuhören. Den wollen wir nicht umreiten. Ich habe keine Lust auf noch eine Fahndung oder sowas. Ja, wäre schön, wenn wir ein besseres Pferd hätten. Da sind wir auch schon. Pferd haben wir? Brauchen wir. Gut. Es sieht irgendwie leer aus. Papa hat mir gesagt, dass du ihn suchen würdest. Er sende Grüße und ein Küsschen. Ja, und mit Grüßen und Küsschen meinen wir, dass wir dich töten werden. Hehe. Alter, ich denke, sie haben die Nachricht verstanden. Los, lass uns küssen, Schwachköpfe. Oh. Ey, lass Buddy in Ruhe. Du hast den Schläger aus den Augen verloren. Wo ist er hin? Welchen Schläger jetzt? Wen habe ich aus den Augen verloren? Ja? Ah, den da. Komm. Ah!
So, dann haben wir die. So, da ist der nächste. Ja, komm her. So, und da ist noch einer. Ah, ne, da. Ich werde dir nie sagen, wo Herb ist. Du hast 3 Sekunden, danach werde ich die Sommerresidenz östlich des Fischerdorfes. Alles klar, Junge. Nächster Halt Sommerresidenz. Es ist eine verdammt lange Reise von hier aus. Also schnall dich an. Aber hey, zumindest wird es ein wenig Sightseeing geben. Ja, dann... Da haben wir einen Blitz. Komm, steig auf. Steig auf. So. Hier gibt's sonst nichts. Ja, dann können wir schnell dahin. Ja. Das ist mein Lieblingspferd hier irgendwie. Weil der Ewigkeiten an Ausdauer hat und übelst schnell ist. Ach ne. Weißt du, was wir... Ah, Mann. Stille? Wenn sie essen, hast du so einen Tick. Dein linkes Augenlid zittert, ununterbrochen, während du kaust. Bullshit. Dein Scheißproblem, im Ernst. Es geht auf und ab wie ein total abgedrehter Hase. Das sieht so scheiße aus, ich hasse es. Ich glaube dir nicht. 20 Jahre, Guy. Seit 20 Jahren muss ich mit dieser Scheiß leben. Kein Wunder, dass ich so bin, wie ich bin. Glaubst du wirklich, ich werde darauf hereinfallen? Ich sollte stolz sein, dass ich nicht den Verstand verloren habe. Halt endlich die Klappe, Bud. Nächstes Mal hole ich dir einen Spiegel. Du wirst es selbst sehen, du Wahnsinniger. Ja. Ah, immerhin die Fahndung wieder weg. Habe auch gar nicht sehen können, wo, während ich am Lesen war, wo ich hingeritten bin. So. Sommerresidenz. Ist es das hier? Ja, alles klar. Alles klar, hier müssen wir in der letzten Folge waren. So, und wer ist das? Jo, die Herren, was geht? Ich meine, wie kann ich helfen? Sehr gegrüßt, junger Herr. Wir suchen nur unseren Freund. Groß, eine Glatze, ein wenig furchteinflößend. Ihr meint Onkel Herr? Onkel? Ja, ein weiter Verwandter, auch wenn mein Paar ihn nicht ausstehen kann. Ist er hier? Nie, nicht mehr. Herb war nur kurz hier, aber er hat nur mit meinem Paar gestritten. Onkel Herb ist ein Gangster, ein Supergangster, so wie auch ihr. Mein Paar mag das aber nicht, so hat er ihn einfach rausgeworfen. Verdammt, weißt du, wo er hin ist? Ich weiß nur, dass er mich nicht mitgenommen hat. Scheiße, ich bin nämlich auch ein Gangster. Ja, klar. Aber er hat erwähnt, dass er Freunde in der Hofstadt hat. Und dort bleiben wird. Okay, das ist immerhin etwas. Vielen Dank. Hey Jungs, vielleicht könnte ich... Salazar, bist du mit dem Rasenmähen fertig? Geh in dein Zimmer und mach deine Hausaufgaben. Und wenn du bereits fertig sind, dann schreib einen Aufsatz oder etwas in der Art. Ja, Pa, natürlich. Was ein Gangster. Also, ich suche Herb später. Wir müssen uns jetzt fürs Turnier anmelden. Registriere dich für das große Turnier. Okay, dann ab... Willst du schon die Aufregung vor dem Turnier? Nein? Ach komm schon, du darfst Ritternamen brechen. Das ist legal. Du könntest sogar ein oder zwei Klatschen dafür bekommen. Ja, das ist mein Problem. Wo bleibt der Spaß, wenn es legal ist? Ah. Und hier war das? Jo. Und was wollt ihr zwei hier? Wir sind hier für das Turnier. Ich bin Sir Guy und das ist mein knappe Buddy. Hast du ein Zertifikat und eine Einladung? Natürlich. Alles scheint in Ordnung. Der erste Wettbewerb im Schwertkampf ist für diese Woche geplant. Wir müssen nur eine Teilnehmergebühr bezahlen. 5000 Gold. Schon wieder? Husten. Natürlich haben wir das Geld. Okay, Guy. Du erledigst das und ich werde mich um Herb kümmern. Und nach einem richtigen Schwert für dich suchen. Was ist los mit meinem Schwert? Es ist scheiße und du wirst im großen Turnier nicht mit Scheiße kämpfen. Hm? Aber 4 Skillpunkte wieder hier bekommen. So. Da haben wir eine Quest. Da haben wir eine Quest. Und da.
Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal da hinten rüber und schauen mal, was können wir hier noch machen. Und zwar das hier, Geilheit, Armbrust, 20% schneller nach. Ja, das wollen wir auch noch haben. Was ist das? Geil kann vom Pferd aus Gegenstände sammeln. Das wäre auch nicht schlecht. Bräuchte nur noch 3 Punkte. Das Fahndungslevel fällt schneller, wenn Geil sich im Wald befindet. Ah, okay. Hier, Guy verliert seine Waffe nicht, nachdem er von Wacht festgenommen wurde. Was ist das? Chance, einen Bolzen von einer Leiche zu erhalten. Okay. Das hier brüchen wir auf jeden Fall. Das hier auch. Ne, das hier nicht. Aber das hier. Ja, dann machen wir mal die Quest da hinten. Straight Outer Bonton. Okay. Moin, Alter. Du siehst aus wie ein Bastard, der schon vieles im Leben gesehen hat, nicht wahr? Was? Du bist ein harter Kerl, das meine ich, Homie. Vielleicht könntest du mir deine Moves zeigen. Du weißt, was ich meine. Nein, ich weiß nicht, was du meinst, Junge. Schau mal, mein Name ist Salazar von Rubenbauch. Und ich bin ein verdammter Adliger, das jüngste Kind des Prinzen. Aber weißt du, wer ich wirklich sein will? Tief in meinem perfekten schwarzen Herz? Der beste motherfucking umwerfende Rapper in diesem Scheißloch eines Königreichs. Okay? Ich kenne das Leben nicht, Bruder. Ich bin nur ein Blaubluter. Wenn ich rappen will, muss ich die Straßen kennenlernen, Dude. Du willst, dass ich dich zu einem harten Typen mache? Ich bezahle gutes Geld, du Hund. Und mit mir meine ich meine Eltern. Okay, du Hund. Zuerst müssen wir etwas gegen deinen widerlichen Look unternehmen. Bring Salazar zum Juwelier. Hey Mann, vielen Dank für die Hilfe, wirklich. Wenn ich berühmt bin und die Kacke zum Dampfen bringe, dann wirst du einfach nur noch Luft sein. Das garantiere ich dir. Irgendeine fettige Muschi will mich meinem Kerl Guy bumsen, nicht auf meiner Party, Bitches. Meine Rap-Crew wird jeden für dich vernichten. Bitte sei einfach um einen gefallen. Ey, eigentlich habe ich zurzeit eine Bitte. Könntest du für mindestens 10 Sekunden die Klappe halten? Ich hoffe, der wird nicht nach 10 Sekunden wieder anfangen zu labern. Aber die Quests sind hier schon geil. So, ich mach dich hart. Ich bin jetzt erstmal vom Pferd zu fallen. So. Schon weiter weg für ein Juwelier. Wie sehe ich aus, Bruder? Verdammt gut, nicht wahr? Ich hoffe, es ist nicht zu klein. Irgendwie ist das noch schlimmer. Es sieht so aus, als würde es dich am Boden verankern. Wie auch immer. Wenn du ein fetter Gangster sein willst, solltest du das Gespräch führen. Lass uns etwas stehlen. Bring Salazar zum Markt. Komm, steig auf. Wir gehen jetzt klauen. Was ist das, der Markt schon? Ja. Komm, da ist sogar die Wache. Du musst dich auch einmal festnehmen lassen. Dein Auftrag, Junge. Lass etwas mitgehen und warte hier. Ich warte hier. Wie? Jetzt einfach so? Ja, worauf willst du warten? Eine Patrouille? Ja, die Patrouille ist ja hier. Was zum Teufel? Denkst du, ich bin blind? Wachen, wachen. Hält dich in meiner Nähe, Junge. Oh, toll. Schütte deine Verfolger ab. Komm, Salazar. Salazar, du Idiot.
So, dann schnell hier rüber. Wir hatten ja da irgendwo. Genau da hatten wir. Aua. Ah, hier, hier. So. Wie immer noch. Komm, Salazar. Steig auf. Ja. Ja, und schnell weg. Ich habe so ein Gefühl, wenn da irgendwie sowas ist, dass hier vielleicht irgendwas ist. So zum Sammeln, oder? Oder ist das einfach nur so Verkrümmung wegen. Ja, Baum, okay. Ich gerade. So, der Verfolger muss jetzt weg. Ja, verschwinde doch einfach. Wir sind schon lange weg. Nein, hier ist er. Wir haben den roten. Wir haben einen roten Blitz. Mann, das waren I zum N und dann zum T. Wie ging das nochmal? Okay, es war intensiv. Ich habe mich noch nie wie ein echter Gangster gefühlt. Was machen wir als nächstes? Nun, die kennst du wohl. Die kennst du wohl die Straßen hier nicht besonders, da du noch alle Zähne hast. Begleitet Salazar mal. Wir haben einen roten Blitz. Ich habe roten Blitz gefunden. Aua. Aua. So. Jetzt vorsichtig sein. So, Hafen? Ja, mein Todesjunge. Dieses Kind hier sagt, deine Mutter hat ein paar Krabben gefickt. Was? Ach, wirklich? Komm mal her, Rotzbengel. Hilfsalter, diese Matrosen zu besiegen. Das war er. Ich? Du bist erledigt, Punk. Ey, aus dem Weg, ich will dich jetzt nicht. So, komm. Scheiße, das war großartig. Meine Knöchel tun weh. Ich schmecke Blut in meinem Mund. Ich habe eine Kette. Ich bin ein Dieb und ein perfekter Schläger, der auf der Straße lebt. Es ist Zeit, darüber zu rappen. Ja, suchen wir uns ein würdiges Publikum. Erstmal die Fahndung wieder loswerden. Komm, Salazar. Steig auf. Komm, steig auf. Und. So. Jetzt kann sie wieder aufsteigen. Wir haben einen roten Blitz einfach mal gefunden. Ey, ich komme nicht drauf klar. Ah? Okay. Hier. Gut genug? Perfekt, Bro. Lass uns die Kacke am Dampfen halten. Jetzt bin ich gespannt. Yeah, yo, Bro, heute bin ich kein Ho, heute bin ich Straßenunternehmer. Ich verkaufe Messer für den Bauch, stehle Äpfel, bevor ich weiter sau. Du, was soll der Scheiß? Wir wollen Maps sehen. Hilf mir mal hier, Homie. Wir müssen hier ein paar Beats zeigen, die fetter sind als deine Mutter. Und der hat da einfach mal auf uns geschüttet hier. Was soll ich deiner Meinung nach machen? Ich weiß nicht, sei ein Checker, wie eine Beatbox oder so etwas. Warte, ich hab das hier. Mach ein paar Beats.
Ach so, funktioniert nicht. Das ist scheiße und noch nicht die gute Art von Scheiße. Ja, lass uns in einem anderen Laden gehen, Leute. Sie verstehen nicht, sie sehen nicht, wie genial ich bin. Nein, du sickst einfach nur, Jüngchen. Nein, du verstehst es auch nicht, Kumpel. Eure kleinen mittelalterlichen Hirne. Oh Mist, wie spät ist es? Meine Eltern werden mich töten, wenn ich nicht beim Abendessen bin. Bitte, wir müssen uns beeilen. Hm? Komm, setz dich drauf. So, dann beeilen wir uns. Warte, wo ist der Ausgang? Hier, ja. Und ich hier mit meinem roten Pferd Rari. So. So. Verdammt, das war verdammt knapp, Bro. Ich werde abhauen. Hier ist dein Geld und danke für die Tour, Homie. Noch einen Skillpunkt erhalten, nice. So, aber als allernächstes, wir liefern den hier ab. Und wo hatten wir den gefunden gehabt? Hier war der. Müssen wir da gleich nochmal uns einen roten Ferrari holen. Den will ich auf jeden Fall nochmal haben. Als eigenes. So. Nein, ich will keine Mordgaudi machen. Wie viel haben wir eigentlich insgesamt? 6. Ich könnte jetzt den hier machen, ne? Machen wir dann. Haben wir den hier auch schon mal durch? Der ist voll, der ist voll. Den hier will ich als nächstes haben, da brauchen wir 7. So. Wo ist die Brücke? Unten. Aua! Komm, setz einfach drauf. Ah, mit dem Blitz können wir den Mordgaudi machen. Ach so. Oh, Disneyland. Der wird sich freuen. Ja. Großartig. Der rote Blitz ist so schnell, dass ich mich beinahe zwischen den Städten teleportiere. Ja, dann teleportiere dich zu mir und bezahle mich. Du kriegst das so gut hin. Ich beginne an, wirklich Großes zu denken. Ich habe eine neue Gattung entdeckt. Sie wird Kriegspferde genannt. Denn sie sind gut im Krieg. Einige von ihnen haben die Stärke von schwarz-weißen Streifen. Einige behaupten, sie wären eine Weiterentwicklung der 0815er. Das kann sich aber irgendwie nicht weiterentwickeln. Das war der Moment für dich zu sagen, sei nicht so hart zu dir selbst. Wie dem auch sei, wenn du einen schwarz-weißen Kriegswert siehst, kannst du es ja mal mitbringen. Schwarz-weißes Kriegswert? Wo sollen wir die denn bitte finden? Im Mann haben wir einen Hengst. Und können auch eben ganz schnell uns hier die Ritterrüstung holen. Ja, genau, die. Ja, dann sind wir wieder gut gerüstet. So. Hier noch ein bisschen, ja. Dann holen wir uns unser eigenes rotes Pferd. Warte mal. Und das gehört ja uns. Hier können wir speichern. Und eben
Leben aufladen. So, dann sind wir wieder bei voller Energie. So, wir wollen hier nach Norden. Müsste jetzt gleich da sein. Haben wir's. Kann mal sicher gehen. Unser Pferd Rari. Wunderschöne, dunkle, verdrehte Fantasie. Jo, mein Mann, ich habe hier ein kleines Problem. Was ist los, Rapperboy? Salazar, nicht wahr? Nee, scheiß auf Salazar, ich bin jetzt Lil Sleazy. Alter, mein Papst hat mir Hausarrest gegeben, weil er mein neues Gangsterleben nicht leiden kann. Aber es gibt einen Musikwettbewerb in der Stadt und ich muss dorthin und diesen Scheißkerlen das Hirn rausblasen. Was willst du von mir? Du meinen Arsch rettest, Homie. Diese verdammten Wachen auf dem Hof werden nicht... Oh, scheiße. Ein Ringling. Was? Oh. Was? Komm, Kontrollpunkt neu laden. Ich hoffe, die Rüstung haben wir jetzt gleich wieder. Ja, haben wir immerhin wieder. Dann machen wir mal folgendes. Diese Variante. Jojo, ich bin ein Krieger. Ich brenne Dörfer nieder und alle Biber. Was zum Teufel machst du? Üben, ich muss meinen Flow aufmotzen, yo. Nö. Oh, mein Pferd, nein! Komm, lad schneller auf. Komm her. Was ist mit dem? Lebt er noch? Soll die nur besiegen, hä? Das war krass, du Bastard. Du bist zum Töten genauso gut wie ich im Rappen. Gott, ich hoffe nicht. Wie auch immer, die Haustür ist verschlossen. Aber ich habe gehört, wie meine Mutter einen unserer Diener gesagt hat, er soll den Schlüssel draußen verstecken. Findest du ihn, Bruder? Hm? Oh, ein armes Pferd auf jeden Fall. Ach, da oben ist er. Okay. Hier ist kein Schlüssel. Boah, an sich, so einen riesigen Garten hätte ich auch wohl gerne. Aber wer. Aber das wäre so viel Aufwand, den immer fertig zu machen. Oh, wir haben übrigens die 5000 Gold bei zusammen. Hier ist es nun. Hm?
Yippie, ich bin frei, ich zu sein. Weißt du, was ich sage? Lass uns gehen und diesen verdammten Wettbewerb gewinnen. Willst du wirklich rappen? Oh, ich bin sicher, ich habe geübt. Ich bin ein Rap-Gott. Schöne Grüße an Eminem. eine Munition Kacke erhalten, nice. Komm, Dicker. Steig auf. Steig auf, komm. Schaffst du wohl. Ja. Fahr mit Lil Sleazy zum Wettbewerb, Musikwettbewerb. Lil Sleazy. Oh. Aber immerhin bin nicht ich runtergefallen, sondern der. Lil Sleazy. From a baboon's bar.